das Haus, wo ich drinnen bin, wo mein Zimmer ist und wo auch mein Arzt ist und für den Wellness-Tag auch die Badewanne. Ist mir sehr in Erinnerung geblieben, das war sehr gut. Und für heute mein Wetterbild, ich habe versucht ein bisschen Sturm aufzuzeigen mit Sonne und so ein bisschen gerade im Moment bläst der Sturm die Wolke vor der Sonne weg. Es war ein bisschen eine turbulente Zeit, die ich jetzt hier erlebt habe. Auch jetzt heute, gerade eben habe ich mit meinen Kindern telefoniert. Und also jeder, der Kinder hat, wird es verstehen, dass eine Trennung von den Kindern eine Schwierigkeit darstellt. Und jetzt habe ich ja tatsächlich auch noch kleine Kinder und die haben jetzt auch, die Ältere, die hat jetzt am Ende geweint und dann musste ich ihr mit ihr ein bisschen, musste ich sie trösten und das ist mir natürlich jetzt auch nahe gegangen. Aber es hilft dir nichts, wenn ich nicht wieder etwas fitter und gesünder werde. Dann kann ich leider Ihnen auch keine gute Mutter sein. Ich laufe jetzt hier gerade so ein bisschen den Weg hoch, den ich gehen muss, wenn ich was zum Essen haben will. Denn hier oben ist das Haus Baden. Dort gibt es was zum Essen. Das Essen ist hier, ja, ist jetzt halt ein Großküchenessen. Aber es gibt normalerweise immer Salat. Und ich habe leider den Fehler gemacht, dass ich mir das klang so gut, mediterrane Kost, aber das habe ich mir eben ausgesucht. Aber dann stellte sich heraus, dass die mediterrane Kost halt die Diätkost ist. Und das spürte ich dann heute schon, denn bei der Vollkost gab es Weißwürste und Nürnberger. Aber wir in der Diätkost haben halt Müsli gekriegt. Naja, es gibt Schlimmeres zu verkraften. Das ist das Haus Hohentwiel. Hier gibt es vor allem, hier meldet man sich an und die ganzen organisatorischen Aufgaben macht man dort. Und es gibt dort ein quasi Kinosaal, findet zweimal in der Woche, wird dort ein Film vorgeführt. Und wie man es schon erkennen kann, das Gelände hier ist relativ groß. Hier ist eine Bushaltestelle. Es wird dort auch ein angeboten, dass man so alle 20 Minuten mit dem Bus in die Ortschaft fahren kann und ist halt hier Gott sei Dank nicht unbedingt aufs Auto angewiesen oder auf eine, ja, die Möglichkeit, die oder dass man eben laufen kann, weil hier sind doch einige stark gehbehindert, die dann auch transportiert werden müssen. Auch immer wieder gibt es ein spezielles Rollstuhl-Taxi, das dann die Patienten irgendwo hinfährt. Ja, so weit für heute. Ich werde dann heute noch mal gucken, dass ich noch ein paar Erfahrungen aus dem Sporttag erzähle. War nämlich auch ganz spannend. Der Sporttag, Sport findet normalerweise hier statt, im Haus Schwarzwald, da ist die große Turnhalle. Also, bis zur nächsten Folge.